Geht mal euer Tagesprogramm so durch zu Hause. Das ist ganz wichtig, dass man sein Tagesprogramm mal vor Augen hat. Wie ist es? Man könnte ja Sonntagsprogramm mal extra nehmen, aber so Alltagsprogramm. Ja, es ist wichtig. Denn wenn wir das irgendwo einbauen wollen, müssen wir das genau wissen. Es kommt nicht, wenn ich Zeit habe, mache ich mal. Macht niemand mehr. Irgendwann einmal im Monat habe ich dann Zeit. Das läuft nicht. Da kommt auch wenig bei raus. Dann jammert man immer nur danach, dass ich ja keine Zeit habe dafür. Gibt es immer die Leute, die wissen, sollte ich eigentlich, im Krieg noch Schuldgefühle und sowas. Das passt schon gar nicht mehr. Ja. Also mal schauen, wie lange könnte ich mir wirklich morgens mal, am besten ist ja wirklich morgens, nur wer da morgen sehr schon sein Programm im Kopf hat und nichts als Denken und Tagesablauf. Ich denke, das sollte man am Abend vorher, sie schriftlich oder sonst wie machen, dass man den Morgen etwas frei hat. Und nicht dann morgen erstmal mit dem Tagesprogramm anfangen. Das ist nur einfach eine organisatorische Hilfe. Dass man morgen sagt so, wie viel? Viertelstunde? 20 Minuten? Ich empfehle, wenn es geht, 20 Minuten zu meditieren. Wenn wir sagen, ich muss unbedingt mein Yoga machen, teilt euch das mal ein. 20 Minuten Yoga, 20 Minuten Sitzen. Würde das vielleicht gehen? Das ist immerhin 40 Minuten. Habe ich die Möglichkeit, diese Zeit mir zu nehmen? Oder nehme ich mir 15 Minuten, 15 Minuten? Man kann natürlich auch das Yoga verlängern, aber dann ist man meistens 5 Minuten sitzt man dann noch. Und das ist ein bisschen zu knapp, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Also 20 Minuten kann man zur Ruhe kommen. Man kann zwar meistens keine großen Einsichten bekommen, aber Ruhe. Mit 20 Minuten, ja. Ich kenne Leute, die grundsätzlich morgens ihre 20 Minuten sitzen und sagen, das gibt so diese Ruhe erstmal für den ganzen Tag. So einigermaßen. Da habe ich das Gefühl, das ist schon mal richtig. Yoga ist ja schön, man fühlt sich wohler. Also ich mache manchmal Yoga 5 Minuten. Ich mache meinen Himmelsleiter, mein Vorbeugen, mein Drehen. Hopp. Dann weiß ich, ich habe meinen Körper mal angeregt und dann setze ich mich. Das geht an für sich ganz gut. Aber selber schauen, was brauche ich, wie kann ich es machen. Ich finde Yoga auch sehr schön und tue es auch. Ich brauche auch mehr Bewegung. Anregung. Also die Yoga-Übung meint, wenn im Bett schon mal den Bären zu machen, ja, das ist ja gut. Und die Beine hochwerfen, Dehnübung, mal so richtig, ja. Und wenn man dann aufsteht, da hat man schon eine ganz andere Form, Körperform. Na, dann putzt man seine Zähne oder was, bereitet vor, man hat sein Frühstück schon hergerichtet und jetzt sitze ich nochmal. So mache ich das etwa. Jeder muss es nach seiner Form machen. Wenn man zu zweit ist, geht es meistens noch besser. Und dann hat jemand, so ein Ehepaar, die das immer 20 Minuten machten, und dann waren sie bei Ayakima so schön, wie das war. Die hatte dann aber gesagt, unter einer Stunde sitzen wird nichts bringen. Haben sie es versucht und haben sie es ganz aufgegeben. Dann sage ich, ein Jammer. Bleibt doch bei euren 20 Minuten. Und nicht diese Stunde, das ist, wer kann die Stunde schon sich abbringen? Das ist oft zu viel. Wenn man dem Ganzen eine halbe Stunde sich ausdenkt, geht doch. Ein bisschen früher aufstehen oder irgendwas früher ins Bett gehen, die halbe Stunde früher, guckt mal, wie es geht. Wie kann man dann am Tag etwas von Meditatives einbringen? Achtsamkeit heißt das dann, achtsam. Und dieser Arzt, der auch die Vertiefung macht, der stellt sein Auto, er sagt, er kommt ziemlich früh an der Klinik an, so weit auf dem Parkplatz, so weit weg, wie es möglich ist. Dass er dann hingehen muss, er geht hin und macht, natürlich nicht ganz langsam, aber seine Gehmeditation, bis er hinkommt. Er sagt, das gönne ich mir. Und dann komme ich nicht gehetzt an und sage, oh Gott, sondern ich bin ganz frei, ich nur auf die Füße. Ich gehe, 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 gehe. Ja? Und dann sagt er, wenn er reinkommt, er geht da durch die Ambulanz,
und sagt in der Ambulanz, das ist die Ambulanz, Krebskranke und so, und da sieht er die armseligen Menschen, die Unglücklichen da. Und da in dem Moment sagt er, Metta, Metta. Er macht sofort da Metta. Er gibt die Metta, möge es euch wohlergehen. Möget ihr, das möge eure Krankheit euch nicht zu viel Kummer machen oder so ähnlich. Einfach nur so. Einfach nur Metta. Ich habe Mitgefühl, Mitgefühl, Mitgefühl. Und dann kommt er, er sagt, er muss von unten rauf, dann zum Aufzug geht rauf. Er hat es richtig eingesetzt. Er hat seine Demeditation eingesetzt, er hat Metta eingesetzt, kommt an und ist dann für die Sache da, die er machen muss. Er ist auch konzentriert natürlich auf seine Sache. Er leitet eine Abteilung, also muss er ganz konzentriert sein, klar. Empfehle es immer, wenn man eine Sache gemacht hat, sich ein Glas möglichst mit Wasser oder mit Saft hinzustellen. Etwas zu suchen, wie kann ich meine Achtsamkeit Stopps machen. Dass man aufsteht, möglichst dahin stellen, wo man aufstehen muss. Nicht, dass sie nur so hingreifen, sondern aufstehen, vielleicht am Fenster, dass man aus dem Fenster schaut und seine drei Schluck Saft macht. Dass man ganz weiß, achtsam tue ich das jetzt. Setzt sich wieder hin, macht seine Arbeit weiter. Dass man so richtig mal einschneidende Pausen dazwischen. Ist ganz wichtig. Dass man nicht so, es geht eins nach dem anderen weg. Ein Mensch muss ja mal auf die Toilette gehen. Kann man auch ganz achtsam machen. Gehe ich jetzt achtsam auf die Toilette? Ganz genau da. Der Buddha sagt es. Das ist Achtsamkeit und Wissensklarheit. Ich tue jetzt das, nennt er das. Wissensklarheit. Jetzt das, jetzt das, jetzt das. Und dieses achtsam so dabei sein, auch bei diesen Verrichtungen, das hilft einem, dass man wieder zu sich kommt. Wenn Schwierigkeiten kommen und man merkt, es wird mir zu viel, mal dieses ruhig auf einen Punkt schauen, man kann ja nicht immer die Augen zumachen, sondern vielleicht Leute um mich herum und seine Glocke. Namen sagen, ich bin bei mir. Oder ich, so und so, Karin oder was es ist. Ich, Karin, bin jetzt hier. Oder Karin, zufrieden, glücklich. Oder frei, gelassen. Meine Worte. Und diese Glocke muss man üben. Nicht erst dann, wenn es schwierig ist. Wenn ich irgendwo was einkaufe, einfach mal stehen bleiben und die Glocke machen. Das sind Leute um mich herum, die reden, die machen, die tun. Und ich stehe da. Guck auch ganz freundlich so in die Gegend. Aber nicht rumgucken, sondern möglichst nur so einen Punkt suchen. Und sag dann, Ursula zufrieden und glücklich. Ursula zufrieden und glücklich. Die Welt kann da um mich herum laut sein oder so. Das rutscht ab. Rutscht ab. Rutscht ab. Ich bin trotzdem bei mir. Sich sowas suchen, sowas üben, üben, üben. Damit das funktioniert. Im Notfall. Und wir kriegen immer Notfälle, wo wir mal nicht mehr können, wo wir mal uns zurücknehmen müssen. Aber unsere zwei Worte, die uns zu uns selbst bringen, die immer wieder irgendwie sagen und mit ihnen üben, unsere Selbstschutzglocke. Das ist auch, manche sagen, ja, da grenze ich mich ja so ab. Wir dürfen uns abgrenzen. Finde ich ganz deutlich. Ein gutes Abgrenzen ist nicht ablehnen, ich mag euch nicht, sondern ich brauche es für mich. Das ist was ganz anderes. Ich weiß, dass es mir gut tut und dann letztendlich euch auch gut tut. Denn wenn ich jetzt ausflippe, da hat keiner was davon. Also dieses gute Abgrenzen, auch gegen Bekannte und sogenannte Freunde. Ich sag mal sogenannte. Die dann immer so schon so aufdringlich werden und die Zeit in Anspruch nehmen und einen das und das mit einem unbedingt machen wollen und man tut es nur aus so Freundlichkeit, ach ja, und dann denkt man ja, meine Güte, hast die ganze Zeit damit verplempert oder sowas, ne? Da ganz freundlich, seid mal ehrlich und sagt, na, es ist ganz schön mal mit dir, aber jetzt nicht oder ich habe was anderes vor. Ist egal, ob ich mich hinlege oder meditiere oder ein Buch lese.
und nicht erklären müssen, was man jetzt vorhat. Das habe ich früher immer gemacht, dass ich muss einen guten Grund haben, dass ich jetzt mit denen nicht mitgehe. Warum denn eigentlich? Ich darf doch was anderes vorhaben. Dann lüge ich nicht damit, wenn ich sage, ich habe was anderes vor. Nicht? Und wenn sie dann nachfragen, ja, das brauche ich für mich, vielleicht sage ich das. Nicht? Und nicht vor den Kopf stoßen, das wäre nicht Meta. Aber so gut man kann. Manche fühlen sich dadurch beleidigt, na gut, da kann man auch nichts machen. Dann ist es auch vielleicht kein so ein guter, echter Freund oder Freundin. Dann macht es auch nichts, wenn die dann nicht mehr kommen. Da muss man ein bisschen auch das sehen, dass man ein bisschen sortiert, was sind echte Freunde, was sind es nicht. Und der Buddha sagt, man soll sich mit niedrigen Menschen nicht einlassen. Ziehen einen herunter. Immer wieder. Man soll sich mit Gleichen, Gleichgesinnten oder Besseren zusammentun. Das heißt so, der Freund. Und da findest du keinen guten Freund, sagt er. Dann gehe allein wie der Elefant im Wald. Ja, so heißt das da. Wenn ich einen guten Freund finde, der mit mir geht, um meine Richtung und so, dann sei dankbar und gehe leicht diesen Weg. Und wenn es keinen guten, edlen Freund, sagt er, edlen Freund gibt, dann gehe einsam oder allein wie der Elefant im Wald. Können wir. Können wie der Elefant im Wald gehen. Ist gut. Auch die Kraft haben wir dazu. Es ist leichter mit einem guten Freund an der Seite. Oder viele. Also da schauen, wie kriegt man denn gute Freunde, die vielleicht mitgehen. Aber dafür ist die Sangha eben auch wichtig. Dass man sieht, mit wem man mal zusammen meditiert hat, die haben eine ähnliche Einstellung. Es muss nicht immer das sein. Es gibt auch zu Hause manchmal Leute, die gar nichts mit Buddhismus zu tun haben, haben aber einen Zugang zu sowas. Entweder vom Christlichen oder auch gar nicht, atheistisch, genauso gut. Spielt gar keine Rolle. Aber die haben Zugang, mit denen sich zusammentun. Mit denen gehen, mit denen die verstehen dann auch, wenn sie auch was anderes machen im Grunde. Wenn man nach Hause kommt von seiner Arbeit, finde ich es gut, dass man von Arbeit zum Haushalt, was ja viele Leute dann haben, und gerade Frauen kommen nach Hause und denken schon an Kinder oder Haushalt oder Kochen oder sowas, es geht sofort weiter. Da Arbeit, da Haushalt. Und Männer können das ja auch, wenn sie alle leben müssen, dann auch Haushalt machen oder Kinder oder weil Frauen warten schon, ich bin so den ganzen Tag so voll, jetzt übernimm du mal die Kinder oder so. Ne, gibt's ja. Und dann, oder man fühlt sich schuldig, dass man vielleicht zu müde ist, jetzt mit den Kindern was zu spielen oder so. Puffer dazwischen. Arbeit und Haus zu Hause, einen Achtsamkeitspuffer dazwischen und ich rate, möglichst einen Spaziergang dazwischen zu machen. Mit seinem Auto, wenn man mit dem Auto fährt, irgendwo stehen lassen bei einem kleinen Park oder größeren, was immer ist. Eine Runde drehen und nur in die Bäume schauen und nur irgend sowas zu machen. Oder am See oder was immer da gibt. Und wenn man keinen Park hat, durch eine schöne Straße, die man kennt, eine Allee, da gehe ich mal auf und ab. Und mit der Bahn, da steige ich mal aus und nehme die nächste erst. Ich mache mir diesen Zwischenraum zwischen Arbeit und Haus. Ich habe das empfunden, dass das etwas sehr Gutes ist, weil man da das eine gut beendet hat, ablegt und das andere wieder neu anfängt. Und es geht nicht so ohne einen Zwischenraum einfach so über. Eine Arbeit gegen die andere über. Da ist nichts richtig zu Ende gebracht, nicht richtig angefangen. Das ist mit dem Zwischenraum gut. Ich meine es mit dem Spazierengehen. Man kann es ja vielleicht auch mit Yoga machen. Man kann es manche gehen im Fitnesstraining oder sowas machen. Vielleicht das. Irgendwas. Was man meint, was da gut ist. Ich glaube, ihr könnt ja selbst Vorschläge machen.